so wie wir geskillt sind. Ist hier noch einer? Tatsache. Und Tschüssikowski. Auch der ist weg. Sehr schön. Nun erkunden wir hier nochmal den Part, sag ich jetzt mal so. So. Da ist ein Krallenfalter. Und da ist eine Pflanze. Die erste Pflanze, die wahrscheinlich gespawnt ist. Wie, du bist nicht tot. Fall um! Geht doch. Flügel und Flügelstaub. Das nehmen wir auch mit. Da hinten sehe ich noch eine Pflanze. Ah, oh, die Nase juckt. Mann. Was ist denn das hier? Meine Güte. Ich will wirklich nicht krank werden. Da bin ich echt nicht scharf drauf. So, dann gucken wir mal weiter. Also ich bin eigentlich generell nicht scharf drauf. Kein Gnome. Gnome und Krallenfalter. Hier ist sogar ein Häuptling unterwegs. Der bewirft uns mit Rum. 3 Gold. Die Waffe liegt direkt vor uns. Wir haben Sicheln als Waffe. Waffeln vor allen Dingen, ist klar. Wir haben keine Waffen, wir haben Waffeln. Schon was Schönes zum Essen in die Fresse. Geil, 3 Gold, okay. Und hier sind noch 2 weitere Krallenfalter. Auch um die kümmern wir uns natürlich. Okay. Erledigt. Sehr schön. Haben wir noch was vergessen hier? Jedenfalls was man sehen kann. Gehen wir mal hier hin. Ach, da kommen wir her. Okay. Hier war aber nichts mehr, soweit ich das weiß. Gut, das Mädel ist jedenfalls nicht mehr da, aber wir wollten sowieso ins Banditenlager, deswegen gucken wir dann dort mal, ob sie da ist. Aber sonst könnte ich mir echt nicht erklären, wo sie sein könnte. Gut. Okay. Dann können wir wieder hochgehen. Ich glaube, das Gebiet ist jetzt wieder gesäubert. Von sämtlichen Aktivitäten. Und ja, das angepeilte Ziel war ja Banditenlager. Dort gehen wir... Ah! Ein Heilkraut hat hier gespawnt, okay. Sehr schön. Damals mit stürmischem Wetter sind wir hier angekommen. Jetzt gehen wir im strahlenden Sonnenschein wieder nach oben. Ist auch mal was Schönes. Ist hier noch irgendwas, was ich vergessen haben sollte? Ich hatte ja in einem Part mal angesprochen, dass ich manchmal sehr schlampig auch erkunde. Also hier hat man es wieder sehr schön gesehen, dass ich auch manchmal sehr schlampig sein kann. Oh, ich glaube, hier haben wir eigentlich alles so ziemlich, so wie es aussieht. Jo, sieht gut aus. Gut, dann können wir weiter unseren Ziel Richtung Banditenlager fortsetzen. In der Hoffnung, dass sich Sarah dort aufhält. Schreiten nun weiter voran, liebe Leute. So. Und ihr kennt das ja inzwischen am Ende der Session, also in 2 Parts, glaube ich. 2 oder 3 Parts, ich weiß das nicht genau. Kommt dann die Abschlusssequenz wieder sozusagen. Ich kündige das deswegen nochmal an. Wo mir der Rick übrigens mit helfender Hand zur Seite stand, also er war der Erste, dem ich das gezeigt habe. Und der hat ein paar Verbesserungsvorschläge reingebaut. Vielen Dank an dich an dieser Stelle, lieber Super Flash Crash. Weil der ist im Designen einfach besser als ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch keine Schande, wenn ich das so zugebe, weil der Rick, der kann das wirklich gut. Der hat auch mehr Erfahrung darin als ich. Und ja, das wollte ich nochmal so am Rande anmerken. So, und dann gehen wir mal hier weiter hoch. Wie gesagt, wir schreiten weiter voran, liebe Leute. Da scheint kein Tier rumzuschleichen, aber wir können noch mal mit Neil sprechen. Mit denen haben wir lange nicht mehr gesprochen. Der scheint gerade Kopfschmerzen zu haben. Wie sieht's aus? Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern. Aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht. Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Also, pass auf dich auf, Kollege. Alles klar, Kollege. Mach's gut! Gut. Er sagt zu uns, mach's gut, dann sagen wir zu ihm, mach's besser. So, dann gehen wir mal hier hoch. Vielleicht sind hier auch noch ein paar Tiere gespawnt. Ich wollte die gerade angreifen, ey.
Das sind die Arbeiter, Mensch. Kann ich doch nicht einfach angreifen. Das geht doch nicht. Ah, was sehe ich da? Stachelratten. Angriff! Sehr schön. Au! So. Weggekickt. Alles wegkicken hier, was uns in die Quere kommt. Beziehungsweise wir sind eigentlich eher denen in die Quere gekommen, aber egal. Wir sind die Angreifer, nicht die Verteidiger. Da ist noch eine. Steht mitten auf der Straße, unglaublich, und lässt die Arbeit in Ruhe. So. Auch darum haben wir uns gekümmert. Nehmen wir auch gleich alles ab. So, und dann sind wir tatsächlich schon am Banditenlager fast angekommen und meine Nase juckt, Mann. Ah. Ach. Grüß mich nicht. Such dir jemand anderen. Ich kümmere mich darum. Angriff! Aufgepasst! Oh, ja. Gut gemacht! Oh. Das Biest ist tot. Gute Arbeit. Das Vieh steht nicht mehr auf. Bestimmt nicht. Es sei denn, es ist eine Zombie-Stachelratte. Die steht bestimmt nochmal auf. Aber ansonsten ist sie wirklich erledigt. Und die Frames kacken wieder ab. Das heißt, wir nähern uns dem Banditenlager. Yay! Und einmal speichern, bitte. So, da ist der Dark, denn der steht immer noch so breitbeinig da. Dark, du alte Solde. Ich freue mich, dich in unserer Mitte willkommen zu heißen. Wir können deine Unterstützung gut gebrauchen. Freut mich, das zu hören. Deine Waren sind viel zu teuer. Deine Waren sind viel zu und teuer. Und schon klaue ich wieder. So ist das so? Dann wirst du dir wohl mehr Gold besorgen müssen. Ich nehme die Witzerzählschriftrolle. Wo ich eigentlich auch das Kraut hätte nehmen können, was er bei sich trägt, aber egal. Man nimmt einfach, was man kriegen kann. Keine Gegner hier? Ihr enttäuscht mich jetzt aber ein bisschen. Also nicht ihr Zuschauer, die euch das anguckt. Ihr enttäuscht mich natürlich nicht, das weiß ich. Sondern die Entwickler, die haben hier irgendwie keine Monster spawnen lassen. Also ich hätte mir echt gewünscht, wenn sie hier ein paar mehr Gegner hätten spawnen lassen. Ob der Inquisitor die Insel wieder verlassen wird, bevor wir hier alle ins Gras beißen? Manchmal glaube ich nicht mehr daran. Oh, Rick, warum immer so optimistisch, Mensch? Mann, 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 der Super Flash Crash, immer so negativ. Nein, ist nur Spaß. Der Rick ist ein dufter Zeitgenosse. So, dann gehen wir nochmal zu Rachel. Bei der können wir aber nichts erreichen. Okay. Dann gehen wir nochmal zu Fincher und dann zum Don. Und dann werden wir mal den Bauer Robert aussuchen. Also wir haben wirklich... Hey du, komm mal her. Ich muss mit dir sprechen. Wer bist du? Wer bist du? Das ist unwichtig. Es reicht, wenn du weißt, dass mein Boss ein großes Interesse an dir und deinen Fähigkeiten hat. Er hat mich geschickt, um dir ein Angebot zu machen. Für wen arbeitest du? Für wen arbeitest du? Für einen sehr mächtigen Mann. Etwa mächtiger als der Don? So etwas solltest du nicht tun. Für solche Bemerkungen sind schon so einige gestorben. Wer hat dich überhaupt hier reingelassen? Wer hat dich überhaupt hier reingelassen? Don Esteban und mein Boss sind Geschäftspartner. Und damit wissen wir, wer sein Auftrag ist. Und das schon sehr lange Zeit. Ich als sein Unterhändler kann mich hier frei bewegen. Was dagegen? Wir wissen somit also, für wen er arbeitet, nämlich für Kapitän Romanov. Ich werde vielleicht mal darüber nachdenken. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber beeile dich damit. Das Angebot währt nicht ewig. Du bist einer von Kapitän Romanovs Männern, ach nee. Du bist einer von Kapitän Romanovs Männern? Ich bin beeindruckt. Du bist ein schlaues Köpfchen. Siehst du? Und darum sollst du seinen Job erledigen. Schluss mit dem Gefasel. Was will dein Boss von mir? Du sollst jemandem helfen, der sich selbst nicht helfen kann. Du sollst etwas finden, was dieser jemand nicht alleine finden kann. Und du sollst eine wichtige Entscheidung treffen, die dieser jemand nicht selbst entscheiden kann. Werde mal konkret. Wem soll ich helfen? Obwohl ich es mir schon denken kann. Einer Frau. Sie hat eine kleine Kneipe unten am Hafenkai in der Stadt. Oh, ich hab's geahnt. Du redest von Patty. Ich sehe schon. Dir kann man nichts vormachen, was? Nicht wirklich. Was wollt ihr von Patty?
Was wollt ihr von Patty? Nichts, was sie nicht auch will. Keine Sorge, wir wollen ihr kein Leid zufügen. Alles, was wir wollen, ist, dass du zu ihr gehst und tust, was sie von dir verlangt. Das ist alles? Aber ja doch. Das ist doch nicht so schwer für dich, oder? Und was springt für euch dabei heraus? Du wirst schon früh genug alles erfahren, was du wissen willst. Nur so viel. Wenn du das Angebot annimmst, wirst du fürstlich dafür belohnt werden. Also, was sagst du? Okay, ich werde Patty aufsuchen. Okay, ich werde Patty aufsuchen. Gute Entscheidung. Nun, dann will ich dich auch nicht länger aufhalten. Wir lassen von uns hören, sobald wir es für angebracht halten. Viel Erfolg und schönen Tag noch. Ja, danke gleichfalls. Patty in Schwierigkeiten. Na, die Quest hört sich... Die Pest wollte ich schon sagen. Die Quest hört sich auch toll an. Komm, Mac. Ich hörte, du hast den Weg des Jägers gewählt. Nun, dann wünsche ich dir alles Gute auf den schwierigen Wegen, die vor dir liegen, mein Sohn. Das nennt er mich auch noch mein Sohn. Heilung hört sich gut an. Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Was machst du mit den Resten? Kaufst du, oder wie? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ei, der ist aber echt gut bestückt. Also, tränkemäßig nicht das, was ich jetzt verstanden habe. Gottes Willen. Ich wollte jetzt kurz mal gucken. Also den Stärketrank, den haben wir definitiv, das weiß ich. Aber den Trank der Lebenskraft, der fehlt uns noch. Für 100 Goldstücke. 400. 400 Goldstücke, ich habe mich verlesen. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Nehmen wir aber an. Den wollen wir haben, denn der hilft uns auf jeden Fall. Kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Schöner Back. Das kommt darauf an, ob du bereit bist zu verstehen und das Wissen anzuwenden. Alchemie ist eine Kunst, die schon nach kurzer Lehrzeit zu einem Erfolgserlebnis führt. Jedoch birgt es auch gewisse Gefahren. Ich werde dich gerne lehren. Jedoch nur bis zu dem Punkt, den ich für ungefährlich für dich erachte. Mhm. Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon Schlimmes passieren? Fragen wir einfach mal so ganz fahrlässig. Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon Schlimmes passieren? Nun, die Gefahren liegen im Studium mit fremden Ingredienzien. Selbst ich habe großen Respekt vor den unbekannten Stoffen, die uns die Erbauer dieses Tempels hinterlassen haben. Mein letztes Experiment hat mich fast das Leben gekostet. Sei also gewarnt. Okay, dann werden wir aber jetzt trotzdem erstmal mit Fincher sprechen und mit Don Esteban, da ist Fincher. Ich habe drei gute Schatzsucher gefunden. Ich habe drei gute Schatzsucher gefunden. Die Jungs behaupten, sie seien die Besten. Hört sich gut an. Hier hast du deine Belohnung. Dann können sie ja nun beim großen Tempel im Osten der Insel ihr Können unter Beweis stellen. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Aha. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wir fanden den Stein hier in diesem Tempel. Angeblich soll er seinen Benutzer teleportieren können. Hier hast du ihn. Wir haben keine Verwendung. Aber ich umso mehr. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Unsere neue Ausgrabung im Osten macht mir Sorgen. Ich habe einen Trupp Männer zum Eingang dieser unterirdischen Tempelruine im Osten geschickt, den unsere Schatzsucher öffnen konnten. Doch irgendwas stimmt da nicht. Sie müssten eigentlich schon längst wieder hier sein. Ich werde mir den Osttempel mal ansehen. Ich werde mir den Osttempel mal ansehen. Ja, das ist gut. Es wird Zeit, dass Ihnen mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Der Anführer der Truppe heißt Danilo. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm den Kopf abreiße, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Wie du den Osttempel findest, solltest du ja noch wissen. Viel Erfolg. Danke. Was macht dieser merkwürdige Kerl da am Eingang? Was macht dieser merkwürdige Kerl da am Eingang? Du meinst Balturo? Er ist einer von Kapitän Romanovs Männern. Der alte Pirat sendet öfter mal jemanden zu uns. Der Don macht Geschäfte mit ihm. Meistens irgendwelche kleinen Gaunereien. Nichts Wichtiges. Jedenfalls nicht für mich. Verstehe. Interessant. Ja, mehr wollten wir nicht wissen. Und dann reden wir jetzt mit Big Boss persönlich, mit Don Esteban. Ich habe mit dem Inquisitor gesprochen.
Ich habe mit dem Inquisitor gesprochen. Für einen Waffenstillstand zwischen uns und den Weißen sollst du ihm alle goldenen Kristallscheiben aushändigen, die sich in deinem Besitz befinden. Das ist sein Preis. Pah, das ist doch noch nicht alles. Was hat er mit den Scheiben vor? Hinter der Vulkanfestung gibt es ein Tor. Hinter der Vulkanfestung gibt es ein Tor. Es führt in den Berg und war verschüttet. Der Inquisitor vermutet dort die Ursache für die bedrohlichen Vorkommnisse auf der Insel. Die Scheiben braucht er, um das Tor zu öffnen. Verstehe. Weißt du, was hinter dem Tor ist? Vermutlich ein Tempel, aber genaues weiß man erst, wenn man hineingeht. Mendoza will, dass ich mit ihm zusammen durch das Tor gehe. Sehr gut. Der Inquisitor öffnet einen neuen Tempel und einer meiner Jungs ist dabei. Der Gedanke gefällt mir. Du hast meine Erlaubnis. Aber wenn du hineingehst, arbeitest du natürlich weiter für mich. Das ist dir hoffentlich klar. Was soll ich im Tempel für dich tun? Ein Tempel bedeutet Gold. Und ein ungeöffneter Tempel bedeutet viel Gold. Wenn du dort hineingehst, wirst du dafür sorgen, dass dieses Gold auf unseren Haufen wandert. Das wird das lukrativste Geschäft seit langem. Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Wo sind die anderen Scheiben? Keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Vermutung. Mein Leibwächter Fincher organisiert gerade eine Ausgrabung bei einer Tempelruine im Osten, nicht weit von der Vulkanfestung entfernt. Vielleicht findest du eine der Scheiben dort, in diesem Osten. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet im Finchers Osttempel? Die meisten Ruinen auf der Insel sind klein und bereits geplündert. Es gibt nur wenige größere Tempelanlagen. Eine davon siehst du hier. Wenn der Inquisitor in seiner großen Festung da oben die Scheiben nicht hat und ich die restlichen Scheiben nicht habe, dann könnte eine davon im Osttempel sein. Gut möglich. Also wirst du dem Inquisitor deine Scheiben geben? Moment, nicht so schnell, mein Freund. Fassen wir mal zusammen. Der mächtige Inquisitor Mendoza kommt auf diese Insel, tyrannisiert die Bauern, sperrt das Volk in meiner Hafenstadt ein, macht mir das Leben zur Hölle. Und diesen ganzen Aufstand nur, um an diese dämlichen Scheiben zu gelangen? Ja? Und jetzt halte ich eine dieser Scheiben in meinen Händen und soll sie ihm einfach so übergeben? Nein, so läuft das nicht.